liebe Kinder, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin's, eure Peppina, und wir sind heute im Spielzelt in Leonberg. Kommt mit, wir werden hier bestimmt ganz tolle Sachen erleben. Wow, schaut euch mal diesen riesen Kletterparcours an. Hier können wir richtig toben, rutschen, im Bällebad spielen, durch Tunnel krabbeln, über Hindernisse klettern. Das wird so ein Riesenspaß. Oh, da wird mir aber richtig schwindelig. Schaut mal, ich habe einen grünen Tunnel entdeckt. Sollen wir da hineinschauen? Ein bisschen mulmig ist mir ja schon. Aber ihr seid ja dabei, da brauche ich gar keine Angst zu haben. Hallo! Oh, was haben wir denn hier für Walzen? Ein blauer Boxsack. Na, dem werde ich es aber zeigen. Also irgendwie habe ich heute nicht genug Kraft. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Zusammen mit der Peppina Zauberkraft schaffen wir es bestimmt, dass ich richtig stark werde. Also steht alle mal auf, die Hände in die Luft und dann geht's los. Alle zusammen. Tiduff, 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 Tiduff. Genau, super. Tiduff, Tiduff, Tiduff. Puh, ich glaube, das war ein bisschen zu stark. Ihr habt ja richtig super mitgemacht. Vielen Dank. Schaut mal, diese süße Pyramiden. Ich muss jetzt versuchen, ans andere Ende zu kommen. Am besten, ich schlängel mich durch wie eine... Welches Tier schlängelt sich nochmal auf dem Boden? Genau, ihr habt recht. Eine Schlange. Das probiere ich aus. Ich habe mich wie eine Schlange durchgeschlängelt. Schaut mal, hier hat es noch viel größere Pyramiden. Und was sehe ich denn hier? Einen Ball. Dann gibt es hier bestimmt ein Bällebad. Los, wir schauen. Ich habe das Bällebad gefunden. Aber da geht ja eine ganz steile Rutsche nach unten. Aber wir sind doch mutig, oder? Das schaffen wir doch. Ich zuerst und dann kommt ihr hinterher. Los geht's. Zählt mal alle mit mir auf drei und bei drei rutsche ich runter. Eins, zwei, drei. Juhu! Kommt hinterher, ich warte hier auf euch. Los geht's. Wow, super gemacht. Ihr wart ja auch richtig mutig. Zusammen schaffen wir doch alles. Was ist das denn Spannendes? Ich glaube,
Hier können wir die Bälle oben einwerfen. Ich bin gespannt, was dann passiert. Wir probieren es aus. Das hat so viel Spaß gemacht. Los, wir schauen, was es noch zu entdecken gibt. Oh oh, ich habe eine Wackelbrücke entdeckt. Die Brücke hat auch verschiedene Farben. Schaut mal, blau, weiß und grün. Und jetzt versuche ich es mal bis ans andere Ende. Ohne hinzufallen. Da muss man das Gleichgewicht ganz gut halten. Gleich habe ich es geschafft. Juhu! Aha! Hier können wir Der Boden ist Lava spielen. Habt ihr das auch schon mal gespielt? Das habe ich mir schon fast gedacht. Das macht auch so viel Spaß. Wir dürfen den Boden nicht berühren. Das ist ganz schön schwierig, aber das schaffen wir bestimmt. Gleich habe ich es geschafft. Der letzte Stein. Super gemacht. Kinder, seht ihr das auch? Ich habe ein Trampolin entdeckt. Jetzt habe ich richtig Lust, eine Runde zu springen. Boah, schaut euch mal dieses tolle Parkhaus an. Und hier hat sogar einen Aufzug. Da kann ich mein Auto von unten bis nach oben fahren lassen. Tudu! Und hier hat sogar eine Holzeisenbahn. Wie toll ist das denn? Tschu-tschu! Schaut mal, das hier ist die Lokomotive. Und hier habe ich viele verschiedene Waggons. Jetzt zählen wir mal, wie viele ich ankoppeln kann. Alle zusammen. Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6 und die letzte Zahl, alle ganz laut, 7. Genau, ihr könnt ja super zählen. Und jetzt kann unser Zug losfahren. Tschu-tschu! Durch den Tunnel!
über die Brücke. Sogar eine Rennstrecke und ich sehe auch schon Fahrzeuge. Da suche ich mir jetzt eins aus. Welches nehme ich denn am besten? Ich glaube, das hier nehme ich. Gar nicht mehr richtig. Ach so, wir müssen es ja zuerst tanken. Hier ist auch direkt eine Tankstelle. Wart ihr auch schon mal mit eurer Mama oder eurem Papa tanken? Das macht super viel Spaß. Man tankt mit dem Auto direkt an der Zapfsäule. Dann schnappt man sich den Schlauch, Tankdeckel auf und dann fließt der Treibstoff über den Schlauch ins Auto. Ich glaube, jetzt haben wir genug getankt und können eine Runde losdüsen. Von der wilden Autofahrt bin ich ganz schön hungrig geworden. Wie gut, dass es hier eine Küche gibt. Da kann ich mir jetzt was Leckeres zu essen kochen. Ich habe auch schon entdeckt, hier hat es einen Topf. Den stelle ich mal auf den Herd. Wow, hier hat es ja viele leckere Sachen. Karotten kann ich kochen. Und einen Pilz. Oh, das wird lecker. Und ich habe auch schon was auf den Grill gelegt. Schaut mal, lecker Fisch und Mais, Fleisch. Ich brauche nur noch einen Teller und noch etwas würzen. Das sieht aber lecker aus. Jetzt habe ich so lecker gegessen. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch was trinken. Ich habe richtig Durst. Ich habe nochmal einen richtig tollen Parcours entdeckt. Vor allem gibt es am Ende eine riesige Rutsche. Darauf freue ich mich schon total.
Juhu, ich habe die Rutsche gefunden. Los geht's. Wuhu! Komm mit. Juhu! Das hat so viel Spaß gemacht. Gleich nochmal. Jetzt habt ihr euch aber bestimmt erschreckt. Schaut euch mal diesen großen Elefanten an. Der hat aber einen langen Rüssel. Ich fahre eine Runde Motorrad. Wow, Kinder, ich habe hier noch ein Keyboard gefunden. Vielleicht spielt das ja unser neues Peppina-Lied. Wir probieren es aus. Wir zählen zusammen auf 3 und dann drücke ich diesen Knopf. Und dann schauen wir, was passiert. 1, 2, 3. Komm mit in meine bunte Kinderwelt. Hier spielen wir so, wie es uns gefällt. Und unser Zauberspruch, Tiduf-Tiduf-Tiduf, der hilft uns immer, wenn's mal schwierig wird. Schritt für Schritt, ich nehme euch alle mit. Zusammen macht es einen Riesenspaß. Peppina, Peppina, wir freuen uns immer wieder. Wir schalten unseren Fernseher an und dann singen wir Lieder. Peppina, Peppina, wir haben immer Spaß. Und bei den Abenteuern lernen wir auch immer was. Ob Sommer oder Winter, ganz egal. Viele Orte jedes Mal. Und mit Lupe in der Hand sind wir immer gespannt, was auf der nächsten Schatzsuche passiert. Peppina, Peppina, wir freuen uns immer wieder. Wir schalten unseren Fernseher an und dann singen wir Lieder. Peppina, Peppina, wir haben immer Spaß. Und bei den Abenteuern lernen wir auch immer was. Und wenn du auch mal traurig bist, dann denke einfach kurz an mich. Mein Lächeln gibt dir ganz viel Mut und dann ist alles wieder gut. Peppina, Peppina, wir freuen uns immer wieder. Wir schalten unseren Fernseher an und dann singen wir Lieder. Peppina, Peppina, wir haben immer Spaß und bei den Abenteuern lernen. Was für ein tolles neues Lied. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir.
Und wir hatten so einen tollen Tag im Spielzelt in Leonberg. Aber wir sind noch nicht am Ende von unserem Video angekommen, denn wir wollen ja noch eine Runde singen und tanzen zu unserem Peppina-Song. Also los geht's! Wir watscheln alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stach. Stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. Eins, zwei, drei, alle sind dabei. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant. Die Hände in die Luft, die Duft, die Duft, die Duft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Peppina. Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und denkt immer dran, wenn es mal schwer wird, nutzt einfach die Peppina-Zauberkraft. Tiduf, Tiduf, Tiduf. Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.